Sehr ganz im nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode oder nächsten Folge von Football Stars hier auf dem Kanal. Unser wöchentlicher Fußball-Talk und heute geht es selbstverständlich mal wieder um die Bundesliga. Wir haben einige interessante Spiele mit dabei und es geht heute außerdem nicht um die Challenge, die wir gerade gesehen haben, United gegen Arsenal, sondern Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, das Derby della Madonnina, aka Inter Mailand gegen AC Mailand und das Derby in Spanien, das Madrilenen-Derby, Real Madrid gegen Atletico Madrid, die Rojiblancos, die Matratzen gegen die Königlichen, gegen die Galaktischen. Ich bin sehr gespannt, wie die Challenge aussehen wird. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt, was eure Tipps sind für dieses Wochenende. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr wisst Bescheid. Videobeschreibung auf jeden Fall auschecken. Da könnt ihr selber an den Challenges gegen mich auch teilnehmen, coole Preise gewinnen und natürlich dieses Wochenende als Beste der Besten dastehen. Und ich bin gespannt, ob einer von euch vorletzte Woche mehr Punkte gesammelt hat als ich. Es war nicht sonderlich schwierig, die Auswertung darf man sich eigentlich schon wieder gar nicht angucken. Das war nämlich alles andere als gut, was wir da wieder gemacht haben. Ich weiß nicht. Defensivspiel in der Bundesliga war nicht so schlecht, 128 Coins, aber Silberfuchs in der Bundesliga, das war wieder alles andere als gut. Naja, immerhin haben wir teilweise was zurückgewonnen von dem, was wir eingesetzt haben. Heute gibt es Challenges, die wir wieder behandeln werden. Und zwar gehen wir in der Bundesliga selbstverständlich aufs absolute Topspiel, auf das sich die ganze Liga ja schon seit Wochen fokussiert und freut. Und zwar ist das dann Bayern München gegen Borussia Dortmund. Challenge muss ich gleich erstmal suchen. Und dann haben wir, wie gesagt, die Challenge noch Derby della Madonnina bzw. das Madrilenen-Derby. Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Und zum Thema Topspiel in der Bundesliga machen wir auch eine ganz interessante Challenge, die wir so noch nicht hatten. Es geht nämlich diesmal um Negatives beim Spiel Bayern gegen Dortmund. Normalerweise sind diese Spiele ja immer von totaler Spannung geprägt und sind im Endeffekt auch nicht so toll, wie man erwartet hat. Aber heute Systemfehler. Wähle 6 Spieler aus, die ihrem Team mehr schaden als helfen, also Fehlpässe spielen. Allerdings letzten Spieltag höchstens 33 Punkte erzielt. Sehr interessant in meinen Augen. Ich baue mal eben das Team auf und dann sprechen wir nochmal ein bisschen über das Topspiel selber. Das ist meine 6. Keine 11, aber eine 6. Bestehend aus 2 Bayern und 4 Dortmund-Spielern. Hummels und Alaba bei den Bayern. Hummels schlägt oft Bälle hinten raus. Dementsprechend könnte es sein, dass da einer oder anderer zum BVB kommt. Alaba, ähnliches was Flanken angeht. Sokratis, genau das gleiche mit den langen Bällen hinten raus. Götze im Mittelfeld mit Castro sind die beiden Spieler. Bei Bayern weiß man wie immer nicht, wer spielt. Und die sind normalerweise auch Querpass-Heinis und mehr Kurzpassspiel. Ich denke mal, Castro und Götze werden ab und zu mal auf lange Pässe auch zurückgreifen müssen gegen Bayern. Dementsprechend habe ich die genommen, weil lange Pässe sind immer unsicher. Und vorne drin Dembélé, einfach weil Aubameyang spielt nicht so viele Pässe. Dembélé schon, Dembélé flankt vor allem auch. Und Dembélés Flanken sind nicht immer hundertprozentig präzise, gerade gegen Bayern. Und dementsprechend habe ich diese Spieler ausgewählt. Ich glaube übrigens, dass es ein unglaublich spannendes Spiel tatsächlich diesmal werden wird. Auf hohem Niveau, weil Dortmund muss. Dortmund kann sich nicht verstecken, Dortmund steht in der Tabelle nicht direkt hinter dem Bayern. Bayern steht vor allem auch nicht weit oben, die müssen auch mal langsam wieder ranklotzen. Und ich glaube, wir werden dieses Wochenende eine Überraschung überleben. Ich glaube nämlich, ich habe es im Gefühl, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen wird mit 2:1 gegen den FC Bayern und dass RB Leipzig an Bayern vorbeiziehen wird. Hasst mich dafür, aber ich werde euch erklären, warum. Ich glaube, dass morgen Abend Leverkusen gegen Leipzig nicht verlieren wird, aber unentschieden spielen wird, 1:1 und damit wäre Leipzig bei einer Niederlage von Bayern an Bayern vorbeigezogen, wäre Tabellenführer der Bundesliga. Mainz gegen Freiburg, 2:1 für die Mainzer. Augsburg gegen Hertha, zwar hat Augsburg zuletzt gewonnen, ich glaube, dass Hertha doch momentan zu stark ist, 1:2. Darmstadt gegen Ingolstadt, das Spiel der Teams, die definitiv gewinnen müssen. Darmstadt heimstark, Ingolstadt allgemein schwach, 0:0. Gladbach gegen Köln, das Derby am Rhein. Gladbach muss eigentlich mal wieder gewinnen. Köln hat einen guten Saisonstart gehabt. Auswärts, ich weiß nicht. Ich glaube 2:1 für Gladbach. Wolfsburg gegen Schalke. Krise am Anfang. Mittlerweile bei Schalke gut überwunden, bei Wolfsburg auch. Allerdings glaube ich, dass keins der beiden Teams das hundertprozentig fortsetzen wird. Deswegen unentschieden 1:1. Bayern gegen Dortmund habe ich schon gesagt. Hoffenheim gegen Hamburg. Hoffenheim ist ja unglaublich stark. Hamburg in der absoluten Krise. Die TSG gegen ihren Ex-Trainer natürlich sonderlich motiviert. 2:0. Bremen gegen Frankfurt. Übrigens, trotz dessen, es tut mir so leid für die Hamburg-Fans. Es tut mir wirklich so leid. Nur Hoffenheim ist zu stark momentan. Und ich glaube, dass sie auch wieder nicht treffen werden, auch wenn Nikolai Müller gegen Dortmund getroffen hat. Ich glaube, Hoffenheim ist einfach momentan zu stark. Bremen gegen Frankfurt. Frankfurt momentan sehr stark. Bremen-Weserstadion. Sonntag, es wird dunkel sein im Weserstadion. Beste Atmosphäre, am besten noch Regen. Und in solchen Spielen kann alles passieren. 1:1 zwischen Bremen und Frankfurt. Wie das Ganze gelaufen ist, werden wir dann ja im Nachhinein sehen bei Bubble Time. Das wird nächste Woche dann wieder kommen, bezogen auf die Premier League, bezogen auf die
spanische und italienische Liga, aufgrund dessen, dass wir halt auch Challenges davon drin haben und natürlich auf die Bundesliga. Aber jetzt gehen wir erstmal hier, wie auf dem Ballplatz, wähle das beste Fünfer-Team und schlage deinen Mitspieler, keine Einschränkungen. Das ist nicht richtig, denn wir haben eine Einschränkung, und zwar 30 Millionen Budget. Wir starten die Challenge und ich stelle mal eben das Team auf. So, und das ist mein Fünfer-Team. Donnarumma, Varane, Modric, Bonaventura und Cristiano Ronaldo. Was meine Tendenzen sind an diesem Wochenende, lässt sich daraus natürlich schon ablesen. Ich glaube, dass Real gegen Atletico Madrid gewinnen wird im Estadio Vicente Calderón. Und ich glaube auch, dass im San Siro, im Giuseppe Meazza Stadion, das Derby della Madonnina an Mailand gehen wird. Oh, aber an AC meine, also an Milan. Grüße an Alex Pato an dieser Stelle. Ganz, ganz spannende Partie, ganz, ganz heiße Kiste auf jeden Fall in Italien. Milan momentan sehr gut drauf. Inter hat ja Frank de Boer gefeuert. Ich glaube, dann hat er jetzt genau gewonnen. Ich hatte da eine Info bekommen für einen Doppelpack. 3-0 haben sie gewonnen. Allerdings war das auch nicht so souverän. Die Tore, glaube ich, ab der 85. Minute oder sowas. Ich glaube, dass Milan das gewinnen wird, knapp mit 2-1. Ich habe Donnarumma aufgestellt, weil Donnarumma eigentlich immer ziemlich, ziemlich gut spielt. Und Bonaventura genauso. Bonaventura ist der Antreiber. Und ich glaube, wenn sie gewinnen, dann muss Bonaventura einen guten Tag haben. Und ich glaube, den wird er haben. Und ich glaube, er wird ein Tor machen. Und dementsprechend habe ich ihn reingenommen. Bei Real, Varane in der Defensive, ich glaube, der ist einfach momentan sowas von bockstark drauf. Modric, der Spielmacher, Kroos ist verletzt, dementsprechend kann der eventuell nicht, also der wird definitiv nicht spielen. Modric habe ich deswegen reingenommen, weil Modric für mich der Lenker und Denker im Realspiel ist. Und dann vorne in der Spitze, Bale oder Ronaldo. Ich hatte bis gerade Bale drin, habe nochmal überlegt und ich glaube, es ist ein Derby. Normalerweise sind solchen Derbys Bale immer entscheidend, aber ich glaube, Real braucht momentan Ronaldo. Sie sind Tabellenführer, Ronaldo bei der Nationalmannschaft wieder gut gespielt. Ich glaube, er hat sein Selbstvertrauen zurück, ich glaube, er hat seine schlechte Form oder seine Blockade so ein bisschen auch abgelegt wieder. Und ich glaube, er wird jetzt in diesem Derby alles reinlegen, um zu treffen, um dieses Derby zu gewinnen. Und ich glaube, deswegen wird er besser spielen als Bale. Auch wenn Bale momentan zweifelsohne besser ist als Ronaldo, von der Form her. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Das ist nur meine natürlich. Ihr könnt mir gerne eure in die Kommentare schreiben, auch eure Ergebnistipps. Ich tippe bei Atletico gegen Real 1-3 und bei Milan gegen Inter, wie gesagt, 2-1. Klasse, ich hatte zu viel Geld drin. Ach, jetzt habe ich Morata drin gehabt. Ich kann Ronaldo nicht mal reinnehmen. Scheiße. Och Mann, ey. Das ist echt blöd mit dem Budget. Das habe ich halt nicht bedacht mal wieder. Ja gut. Dann stelle ich halt Morata vorne rein. Miranda in der Defensive und dann passt es, Gott sei Dank. Glaube ich zumindest. Was hat Varane für einen Marktwert? Zu viel. Okay, alles klar. Also, muss ich nochmal tauschen. Miranda und Morata anstelle von Varane und Ronaldo. So kann es da mal laufen, aber ich glaube, auch die werden es gut machen. Miranda übrigens jetzt anstelle von dem AC Mailand-Spieler, einfach weil ich glaube, dass Miranda noch bockstärker ist und eigentlich auch immer gut spielt. Der ist Abwehrchef, der wird schon irgendwas gut machen. Ach ja, wenn man Challenges nochmal richtig lesen würde. Egal, das war's auf jeden Fall von dieser Episode. Schreibt mir gerne eure Meinung und eure Tipps zu den einzelnen Spielen. Natürlich vor allem zur Bundesliga, zum Topspiel Bayern gegen Dortmund in die Kommentare. Ich bin sehr daran interessiert, was ihr glaubt. Ich tippe übrigens in der Premier League bei Man United gegen Arsenal 1-1. Und ja, würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Dann mit Bubble Time und dann mit dem Review passieren lassen, wie auch immer, des vergangenen und vor uns liegenden Wochenendes. Meine Güte, ich rede mir hier um Kopf und Kragen. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Checkt die Links in der Beschreibung. Guckt bei Football ist das vorbei. Bis dann. Haut rein und ciao.